Die Monte Cristo Nummer 3, die 2 und die 4, die hatte ich ja schon hier bei mir auf dem Kanal. Die 3 dazwischen drin ist also noch fällig. Mal schauen, ob es wirklich eine Zigarre für zwischendrin ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Ich habe heute eine Zigarre aus Kuba mitgebracht, die Monte Cristo Nummer 3, und wir sind hier eine Liga aufgestiegen im Vergleich zum letzten Video. Da hatten wir eine Petite Corona und hier haben wir eine ganz klassische Corona, wie sie im Buche steht. Das Boxdate liegt hier im März 2019. Wir haben hier also ein Alter von 2 Jahren und 4 Monaten. Und mit dem Corona-Format haben wir eine Länge von 142 mm, einen Durchmesser von 16,67 mm und damit kommen wir auf das bekannte 42er Ringmaß, und die Rauchdauer würde ich jetzt so bei um die 40 Minuten ansetzen. Die Petite Corona lag ja so um eine halbe Stunde herum. Allerdings, Cigar World sagt hier 60 Minuten Rauchdauer, also allzu genau würde ich das hier mit den Rauchdauern nicht nehmen. Das ist ja auch eine sehr individuelle Angelegenheit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die paar Zentimeter mehr direkt für eine komplette halbe Stunde mehr an Rauchdauer ausreicht. Die Zigarre ist natürlich vollständig von Hand gefertigt und ausschließlich aus Longfiller-Tabaken. An Verkaufsformaten haben wir hier die klassischen 25er habilitierten Kisten und außerdem gibt es sie auch noch in der 5er Pappschachtel. So, jetzt schauen wir uns mal hier das Deckblatt an, und das ist wirklich extrem gut hier. Extremst feine Blattadern, die Nähte sind so gut wie nicht zu sehen. Es gibt keinerlei Beschädigungen und Flecken und Punkte gibt es hier auch keine einzige. Und was vielleicht auffällt, ist, dass die Zigarre hier so ein leicht boxpresstes Format hat. Und das ist ja tatsächlich eine richtige Boxpressung. Also die Zigarren sind hier so eng in der Kiste gepackt, dass sie über die Zeit so eine gewisse eckige Form annehmen. Schneiden wir mal an und gucken uns den Zugwiderstand an. Oh, es war ein bisschen zu wenig. Hier haben wir mal wieder ein klein wenig Pech. Der Zugwiderstand ist extrem hoch. Könnte aber vielleicht noch klappen. Vom Kaltzug her. Sind wir hier sehr dezent unterwegs. Etwas holzig und etwas erdig. Dann zünden wir sie mal an und gucken, ob wir hier Rauch rausbekommen. So, schauen wir mal. Ist schon sehr eng gerollt hier. Klein wenig holzig, klein wenig erdig. Leder ist dabei und auch hier jetzt schon sehr schöne Röstaromen. Ist nicht wirklich auf der cremigen Seite, aber auch keinesfalls trocken oder irgendwie kratzig. Wir sehen uns gleich im ersten Drittel mit der Geschichte der Marke Monte Cristo. Ich habe hier schon so viele Monte Cristos vorgestellt, aber noch gar nichts hier zur Geschichte der Marke erzählt. Also allerhöchste Zeit dafür. Bis gleich. Ich bin jetzt im ersten Drittel angekommen und wie man hier am Rauchvolumen hoffentlich sieht, sind die Probleme hier mit dem Zugwiderstand in der Vergangenheit. Ich habe allerdings ein klein wenig nachgeholfen. Ich habe es dann doch noch den Perfect Draw hier herausgezogen, weil es mich doch ein klein wenig genervt hat. Aber mit dem Tool bekommt man das zum Glück meistens relativ problemlos gefixt. Vom Aroma her ist hier momentan das Leder deutlich im Vordergrund. Direkt danach kommen so schöne, toastige Röstaromen. Sehr erdig und auch sehr viel Holz ist dabei, also eine wirklich sehr vollmundige und sehr präsente Zigarre.
Ja, Monte Cristo, das ist ja eine der vorrevolutionären kubanischen Marken, deren Geschichte ausnahmsweise mal recht gut dokumentiert ist, weil sie vielleicht auch noch nicht so lange her ist. Gegründet wurde die Marke von Alonso Menéndez. Das ist ein Spanier, der war schon vor seiner Zeit in Kuba, in New York und in Florida in der Tabakindustrie unterwegs und ging dann in den 1930ern nach Kuba und hat doch dann 1935 die Particulares-Fabrik aufgekauft. Dort wurde damals diese Marke Particulares und noch die zweite Marke Byron produziert. Die gibt es beide heute schon sehr lange nicht mehr. Und er hat sofort nach diesem Einkauf angefangen, eine neue Marke zu entwickeln und die bekam dann diesen Namen Monte Cristo, benannt nach dem Roman von Alexandre Dumas. Kann ich nur sehr empfehlen, dass man den liest. Ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Hatte ich ja auch schon mal hier in dem Video über die Monte Cristo Edmundo war es, glaube ich. Da hatte ich den Roman vorgestellt und der wurde den Tabak, bei den Zigarrenrollern bei der Arbeit immer vorgelesen und die fanden dieses Buch irgendwie so toll und deswegen ist es dann letztendlich dieser Name geworden. Die Marke war sehr, sehr schnell außerordentlich erfolgreich und Alonso hat sehr viel Geld damit verdient, sodass er dann 1937 schon die Obmann-Fabrik aufgekauft hat und dann seine Produktion der Monte Cristo Zigarren dorthin verlagert hat. Obmann war zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren defizitär unterwegs und die Marke war so auf einem absteigenden Ast. Und der Erfolg von der Monte Cristo hat dann finanziell ein bisschen drauf abgefärbt und die Marke Obmann konnte dann letztendlich ja wiederbelebt und auch wieder profitabel gemacht werden. Ja, der Erfolg hier der Monte Cristo, der ist wohl auf speziell gereiften Ligero-Tabak zurückzuführen. Die hatten sich da so spezielle Zedernholzschränkchen anfertigen lassen, in denen der Tabak dann geaged wurde. Ja, bis zur Verstaatlichung übrigens gab es nur diese eine Serie Nummer 1 bis Nummer 5. Und ja, nach der Revolution kam dann natürlich die Verstaatlichung und dann kamen erst nach und nach die ganzen anderen Serien und Vitolas, die es heute in der Marke gibt, dazu. Ja, so viel, so gut. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel mit dem Preisvergleich. Bis gleich. Im zweiten Drittel haben wir hier jetzt wirklich extrem dominante Röstaromen. Sehr schön toastig ist sie, ein bisschen Kaffee ist dabei. Dann haben wir Holz als zweitdominantes Aroma. Sehr viel Erde ist auch noch dabei. Leder hat sich jetzt deutlich in den Hintergrund zurückgezogen, zumindest was hier den Rauch betrifft. Dafür gibt es dann im Abgang nochmal richtig Gas und hält dann noch sehr, sehr lange an, dieser ledrige Nachgeschmack von der Zigarre. Ja, der Preis liegt oder lag hier bei 12 Euro. Über ein Volumen von knapp 31 Kubikzentimetern komme ich auf einen Basispreis von 39 Cent. Lag, muss ich sagen, weil ich hier kurz vor dem Video erst gemerkt habe, dass hier Habanos bzw. Fifth Avenue die Preise, die für dieses Jahr wieder angehoben hat, ist es eigentlich keine Überraschung, weil die machen das jedes Jahr zum 1.7. Meistens kommt das beim Endverbraucher allerdings erst eine ganze Weile später an, weil die Tabakläden ja erstmal ihren ganzen Lagerbestand noch zum alten Preis abverkaufen müssen, bevor der neue zum Tragen kommt. Aber nachdem aktuell niemand wirklich Lagerbestand hat, schlagen die Preise halt aktuell unmittelbar durch. Deswegen liegt er hier jetzt eigentlich schon bei 12,40 Euro, also eine Preiserhöhung von 40 Cent. Das finde ich schon ganz schön knackig. Ich habe mir mal die Preislisten von seit 2004 besorgt und ich wollte noch mal ein eigenes Video hier zu den Preissteigerungen machen und wie sich das hier im Vergleich zur Inflation entwickelt hat. Bei den Limitadas habe ich das schon erledigt. Wer das Video noch mal gucken will und wissen will, was herausgekommen ist, da oben habe ich es noch mal verlinkt. Ja, bei Monte Cristo hier in der Linea Classica, da gibt es ja die Nummer 1 bis Nummer 5. Da kommen wir auf einen Schnitt von 43 Cent. Das heißt, mit der Nummer 3, hier sind wir noch etwas auf der günstigen Seite. Die Nummer 1 und die Nummer 5, das sind die beiden teuren Vitolas hier in der Serie. Monte Cristo insgesamt kommt auf einen Schnitt von 40 Cent.
Das heißt, auch so gesehen sind wir hier eher auf der günstigeren Seite angesiedelt. Kuba insgesamt kommt auf einen Schnitt von 35 Cent. So gesehen sind wir hier mit der Nummer 3 durchaus etwas teurer unterwegs. Wenn ich die nochmal vergleiche mit den restlichen kubanischen Coronas, sehr viele sind da ja leider nicht mehr übrig geblieben. Da gibt es nur noch zwei andere. Die K-Dorsai, die Coronas Claro mit 31 Cent und die Romeo y Julieta Cedros Deluxe Nummer 2 mit 35 Cent. Und mit der Monte Cristo zusammen kommen wir dann dort auf einen Schnitt von 35 Cent. Das heißt, die Monte Cristo Nummer 3 ist hier die teuerste Corona im kubanischen Portfolio. Bei den New World Coronas habe ich mich auch noch mal ein bisschen umgesehen. Die liegen so zwischen 7 Cent und 31 Cent. Der Schnitt liegt dabei 15 Cent. Die sind also deutlich günstiger. Ja, wir sehen uns gleich im letzten Drittel. Gucken mal nach Ratings und dann komme ich auch schon zu meinem Fazit. Bis gleich. Im letzten Drittel hat sich so eine schöne leichte, zedrig-fruchtige Süße entwickelt. Leicht nussig ist die Zigarre. Sie ist auch deutlich cremiger als bisher und deutlich, deutlich mehr Leder wieder als im letzten Drittel. Schön erdig und holzig ist sie natürlich auch noch. Ja, vom Abbrand und von der Asche her war es eigentlich problemlos. Ich weiß nicht, ob man es vorher ganz am Anfang bei den ersten Zügen gesehen hat. Da ist das Deckblatt an der einen Seite relativ schnell runtergebrannt. Da war ich allerdings selber dran schuld. Die Flamme hier am Feuerzeug war etwas zu kräftig eingestellt. Und dann habe ich das Deckblatt an der einen Seite ein bisschen erwischt. Und deswegen ist das dann an der Stelle so schnell runtergebrannt. Aber das korrigiert sich dann im Rauchverlauf eigentlich immer von selbst, wenn es kein grundsätzliches Problem mit der Zigarre selbst gibt. Ja, wenn wir nochmal nach Ratings bei Cigar Aficionado schauen, da finden wir tatsächlich eine ganze Menge, 31 Stück insgesamt an der Zahl von 93 bis 2021. Die Range geht von 85 bis 92 Punkten und wir kommen auf einen Schnitt von 88,9 Punkten. Das finde ich ehrlich gesagt überraschend niedrig. Allerdings war der Schnitt jetzt in den letzten 10 Jahren schon etwas höher. Der Schnitt vor 2010, der lag bei 88,4 und nach 2010 bei 89,6, also ganze 1,2 Punkte mehr. So viel zum Thema, die Habanos sind immer schlechter geworden. Von der Nikotinstärke her sind wir hier so im mittleren Bereich angesiedelt, also keine leichte Zigarre, aber auch keine wirklich starke Zigarre. Wir haben hier wirklich sehr, sehr schöne Röstaromen, toastig, kaffeelastig, sehr viel Leder, Erde und Holz, also eine ganz klassische Havanna bzw. Monte Cristo. Ich fand das Aromenspiel war sehr, sehr schön. Die Intensitäten wechseln sich so schön im Rauchverlauf ab und gelegentlich kommt dann auch mal ein bisschen was Neues dazu. Also eine wirklich sehr schöne Komplexität und eine wirklich leckere, leckere Zigarre, aber ist ja auch keine Überraschung. Monte Cristo ist ja schließlich meine Lieblingsmarke. Geschmacklich im Vergleich zur Nummer 2 und zur Nummer 4 ist sie natürlich recht ähnlich. Es ist ja im Prinzip der gleiche Blend in der Zigarre, aber halt in einer anderen Größe. Mit der Nummer 2 hat man ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wenn man halt ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung hat, ist die Nummer 3 hier als Corona eine sehr gute Alternative. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.